Ich grüße euch alle recht herzlich. In diesem Jahr ist der letzte rückläufige Merkur in der Zeit vom 31. Oktober bis 20. November. Er ist auch ein rückläufiger Merkur der Liebe. Eure Frage ist berechtigt mit: Warum? In dieser Zeit fällt es vier Tierkreiszeichen, nämlich Zwillingen, Krebs, Löwe und Jungfrau, aus kosmischer Sicht schwer, eine Liebesverbindung einzugehen. Denn wenn es um die Liebe geht, ist in dieser Zeit das Glück nicht an ihrer Seite. Sie nehmen sogar anderen Paaren übel, wenn sie sehen, dass sie glücklich sind, weil sie selbst keinen Flirterfolg haben. Nun aber, was bedeutet überhaupt rückläufiger Merkur? Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem und der Sonne am nächsten. Die Umlaufbahn von Merkur um die Sonne ist kleiner als die unserer Erde. Denn Merkur umrundet die Sonne stets auf der gleichen Bahn in gleicher Richtung. Aber durch seine Schnelligkeit ist er dreimal im Jahr für mehrere Wochen rückläufig. Und zwar dann, wenn er die Erde auf ihrer Umlaufbahn umrundet. Von der Erde aus betrachtet, durchläuft der Merkur den Tierkreis dann rückwärts. Merkur steht normalerweise für Vernunft, Kommunikation und Intelligenz. Allerdings ergeben sich durch seine Rückläufigkeit schnell Schwierigkeiten in Kommunikation, sodass Missverständnisse für manche Sternzeichen vorprogrammiert sind. Typische Auswirkungen beim rückläufigen Merkur sind: Verhandlungen finden keinen Abschluss. Im Handeln stagniert der Umsatz und technische Kommunikationsgeräte sind störanfälliger. Dies sollte unbedingt beachtet werden. Verträge und Abmachungen sollten bei rückläufigem Merkur nicht unterschrieben werden. Wenn du wissen willst, wie es bei dir in der Liebe aussieht, dann ruf mich an. Ich schaue für dich und sage es dir. Bis dahin. In lichtvoller Liebe, eure Deria.